Hallo meine Damen und Herren zu Part Nummer 2 des Let's Fights gegen Aim Bananas, aka Winky Master. Er ist hier. Hallo. Du musst doch was sagen, ja. Ja, ich dachte, ich bin noch nicht dran. Doch, du darfst deinen Gedanken freien Lauf lassen. Also, nein, stopp, nicht so einen freien Lauf. Nicht so, wie du sonst immer deinen freien Lauf lässt. Nein, also du darfst was sagen, aber beschränke dich bitte auf die humanen Sachen. Nicht, dass ich später noch gesperrt werde wegen irgendwelchen Strikes. Oh, scheiße. Ja. Wir haben das El Clasico geplant, Barcelona-Madrid. Also ihr wollt Madrid holen, da habe ich gedacht, dann machen wir gerade ein El Clasico draus. Barcelona gegen Madrid, natürlich Rivalenspiel. Und dann würde ich mal sagen, wir starten. Ich hole mir das schöne Trikot. Da, so. Ja. Ich persönlich nehme ja immer das komische Grüne, was man das ist. Das ist von Barcelona. Keine Ahnung. Xavi muss bei mir ins offensive Mittelfeld. Nee, Iniesta ins offensive. Ja, genau. Das ist gar kein offensives Mittelfeld. Mist. Ah, Cesc Fabregas hier. Gut. Busquets raus. Das so. Ah, das ist kein Spanien, das hier. Mist, das vergesse ich immer. Ups, sorry. Ey, und das in einem Let's Play. Ja, ist, was raus muss, muss raus. Tut mir leid. Natürlich. Adriano stelle ich, glaube ich, nicht in die linke Verteidigung. Wäre doof. Hier, dieser Isaac Cuenza, der muss auch rein. Für Thiago. So. Ist rum. Ich würde dir Affelei mit reinbringen. Nö, ich habe Sanchez mit 5 Sternen. Bam! Ja, den bringe ich auch mal rein, weil ich sonst keinen 5-Sterne-Spieler habe. Ja, der ist saugut, der Kerl. Ja. Ah, ich wurde mal gefragt, ob ich nicht ein Tutorial machen will für verschiedene Tricks. Schon des Öfteren. Obwohl es eigentlich genug Tutorials gibt auf YouTube. Jawohl. Stimmt wohl. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Da kommt immer drauf an, natürlich, wer die Tutorials dann vorstellt, ne? Ja, bei mir ist das wohl super. Ja, deswegen dachte ich nur, denke ich mal, dass Leute dich fragen, weil sie einfach dich total super und süß finden. Ja, süß vor allem, ne? Nee, ich muss da jeden, da müsste ich ja jeden Trick durchprobieren, ey. Was macht denn dieser Sanchez eigentlich immer hinten? Du bist mit ihm nach hinten gerannt. Ja, aber egal, als ich mit Chile gespielt habe, ist der immer hinten rumgelaufen. Ja, keine Ahnung, wenn du halt der beste Spieler bist, musst du halt überall aushelfen, ne? Das stimmt. Oh, ist die Lücke einfach frei, ich glaub's nicht. Lassen der barcelonischen Defensive. Oh, warum macht er keinen. Oh, Mann! Als ob er hier ein Holger Badstuber wäre. Der kann das aber auch. Alter. Aha. Hab ich schon mal drin gesehen. Ich nicht. Haha. Wirst sehen. Ich mach dir noch so einen rein. Ich warte ab. Oh, war eh abseits. Aber nee, glaub nicht. Nicht? So ein Mist. Dann wäre der ja perfekt gewesen. Alter! Das gibt's doch nicht. Aim Bananas auf dem Weg zum Tor! Mist. Zeki! Scheint ja wieder eine einseitige Partie zu werden. Ja, laber. Warte mal, wie ich dich hier stehen lasse und. Oh, ey. Das wird die erste Staffel, die ich verliere, das weiß ich jetzt schon. Oh, also total gelegt. Finde ich nur fair. Ich würde aber auch am liebsten mit Pepe auf der Hand springen. Mach das. Warum macht ihr nichts, was ich machen wollte? Nein. Grätschen kann ich. Ich wusste, dass du gerätst. Ich wollte eigentlich nur vorbeispielen noch. Oh, Pepe. Der ist ja Mongo, du. Oh. Voll in Trauer, lässt sich so einfach hier austanzen. Ja. Voll. Ja, von dir, ganz klar. Hast du gesehen, was ein hässlicher Mongo das ist, dieser Pepe? Der ist sau hässlich. Oh. Nein.
dachte, ich kann ich nochmal so dreist sein. Oh, Alter! Siehst du, der ist sauer asozial, der Kerl. Der haut einfach meine Spieler um. Jetzt macht er einen Fallrückzieher. Hallo, das ist Messi. Der muss das Ding treffen. Ja, bei Casillas im Tor kriegt man schon mal die Sause. Kann ja. Ich verstehen. Oh, lass mich doch vorbei. Oh. Ah, oh, es war nicht so geplant. Hä, warum fällt man da kurz? Hä? Hast du es gesehen? Fällt man da einfach um? So, oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich? Ja. Oh, Casillas ist zu gut. Ja. Ups. Was? Eigentlich wollte ich gar nicht werfen. Das passiert, wenn du auf A drückst, ne? Ja. Werfen. Ah, daneben. Der hat sein Bein weggehauen da. Oh, der hätte perfekt gepasst. Warum hast du den noch bekommen? Weil ich geil bin. Der hätte sau perfekt durch die Beine gehen können. Das habe ich einfach gesehen. Eigentlich wollte ich was anderes machen. Das dachte ich mir, nee, mache ich doch nicht. Wieso holt er bei mir eigentlich immer den Ball hoch? Ich drücke RB, um diesen geilen Move da zu machen. Und er holt. Bergcamp-Kack, ne? Ja. Also so ähnlich. Wenn der auf dem Boden liegt, ist er, glaube ich, gar kein Bergcamp-Flick. Hm, also im Video klappt es immer nach dem Rabona immer hochzuspringen. Ja, ich weiß. Das habe ich auch. Rabona Fake, das habe ich auch gesehen. Warte, der hat. Hat FIFA HD mit PH. Der hat eine Skill-Kombo rausgebracht, hat er Wacker Hop genannt. Den hat er ungefähr so gemacht, warte. Nee, oh, was? Warum macht der nicht den Rabona? Der hat nicht den Rabona. Muss wirklich gut gewesen sein. Der hat den Rabona nicht gemacht. Foul, Elfmeter. Ah, Lex, Mist. Ja, würde ich jetzt auch sagen, ich hab ihn einfach stehen gelassen. Nee, jetzt gerade waren da Lex. Nein! 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 Oh, mit, warum kommt er mit der Fingerspitze dran? Weil der gut ist. Oh, das gibt's doch nicht. Oh! Nein! Nein. Mann! Der ist gut, der Kerl! Oh, jetzt hör mal auf hier. Gibt's denn nicht? Oh, hä? Warum hat er keinen coolen Rabona? Keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr das nicht. Vielleicht verweigert ihr den Dienst. Ach, durch Glück kriegt er den noch. Pfeif doch ja. Mal ab. Leg dich ruhig hin. Leg dich ruhig hin. Brauchst eine Pause, ne? Ja. Oh, Iniesta. Oh, der wird drin gewesen. Oh! Ist klar. Sei ruhig jetzt. Psst. Jawohl, ey. Oh. Siehst du, da kann auch dein Ronaldo nicht besser sein. Der wär vorher auch schon drin gewesen. Natürlich. Ah ja. Ah, guck mal, wie lange er braucht, um hier zum Ball zu gehen. Ja, Casillas hatte keine Lust. Er hat gedacht, oh, lass mal Messi mal schießen. Ja, oh, guck mal! Wo ich durch gewesen wäre, ja. Ja! Oh je. Machen wir nochmal zur Halbzeitpause. Ja.
Es geht weiter übrigens. Ich war gerade noch meine E-Mails am Checken. Oh. Alter, mein Bildschirm leuchtet auf einmal wie sonst, wie so ein Steroid. Quatsch, wie so ein Asteroid. Ja, warum hält er den schon wieder? Oh, Mann. Mein Handy leuchtet wie ein Steroid. Ein Asteroid. Ein Arsteroid. Ja, Pepe, dieser langsame Mongo, kann aber schneller laufen hier. Alter, so viele Kommentare bei Ultimate Team. Oh nein! Mach schon! Jawohl! Renn da vom Ball weg! So wie nein, gib mir den Ball nicht! Nein, das war noch nie. Nein, renn, Fabregas, renn! Gut so. Boah, was macht der für Schuss? Oh, unfair. Es war einfach ausgespielt. Jetzt pass mal auf, was für einen Jubel ich mache. Oh, das wollte ich gar nicht. Super. Ja, oh, auch voll geil. Guck dir das an. Das was kannst du nicht, Mann. Zwei Schwule. Oh, guck mal, dieses Spiel zu, ey. Bam. Toll. War Glück dabei. War nur Glück. Natürlich. Fallrückzieher. Warum macht der kein Fallrückzieher? Das frage ich mich auch immer. Oh, bleibt der einfach stehen jetzt. Hm, ja, oh, Mist. Ja, hol dir doch das Ding, Junge. Hol es. Mist. Ich find, bei so zum Endklassiko fehlt noch so eine rote Karte. Ja, stimmt. Das ist viel zu zahm, wenn sie uns hier abliefern. Ich glaube, ich noch eine rote Karte. Hau rein hier. Ja. Das ist mal hier Freischuss, so. Pass auf, ey. Aber nicht. Ja, ey, das ist doch voll lame, dass du da einen hinstellst. Na und? Würde im Spiel würde da auch einer stehen. Boah! Ja, also normalerweise ist der drinne. Irgendwie hast du gecheatet. Nee, das war der Torwart. Guck dir's an. Alter. Der hätte gepasst, Alter. Der hätte gepasst, man, so ein Scheiß. Ja, dann so ein Torwart, ey. Warum steht der Abidal nicht in der Mitte? Was soll denn der Mist? Messi, du bist schneller, du kriegst ihn noch, Mist. Aber ich bin akrobatischer. Akrobatischer als Messi, wie geht sowas? Das war wieder ein Foul hier, ganz klar. Nein, das war Härte, El Clasico. Ja, also irgendwann wollte ich mit Cristiano Ronaldo den Ball haben, aber irgendwas mich dann ja wieder gefoult. Boah, der geht aber gerade so nicht ins Aus. Auge, ne? Mhm. Extra angedreht, ganz knapp angedreht. So, mit wem machen wir die Ecke? Nee, nicht Abidal, was machen wir da? Messi. Oh, Mist! Siehst du, ich hab's drauf. Ich hab einfach drauf. Das hätte nur noch drin sein müssen. War doch nix. Ich finde, das ist eine rote Karte. Laber nicht. Ich muss hier gleich noch eine rote Karte bekommen. Jetzt. Mist. Ich muss doch hier El Clasico Härte spielen. Oh. Mann, warum hat er überhaupt mit links geschossen? Ist der behindert? Ist der Cristiano Ronaldo? Weiß ich auch nicht. Ich lege ihn ja perfekt auf den rechten Fuß vor und dann sowas, ey. Schießt er mit links? Boah, schießt er schon wieder mit links? Ja toll, da kann er jetzt unten rechts schießen. Als ob er nichts können. Ah, ja, leg ihn nochmal hin. Mach noch eine Pause vor der Ecke, komm. Vor der Eckfahne. Ja, Piqué verliert den Kopfball nur gegen Pepe. Boah. Aus dem Stand. Alter. Oh. Hau ihn weg. Hau ihn weg, Mist. Wo ist unsere rote Karte? Oh, Mist. Ich habe eigentlich geplant, dich da nochmal auszutricksen. Oh, er wollte irgendwie nicht weiterlaufen. Ja, er hatte keine Lust mehr. Ja, es ist. Der ist eine Zaubermaus, ist das. Legt sich Puyo erstmal hin. Komm, da fehlt noch irgendwas. Bam! Das gibt's doch nicht. Nein, da wollte ich zu viel. Na! Nein! Was? Nein! Konter!
Oh! Ja! Das hat er noch gar nicht gesehen, der Schiedsrichter. Immer diese. Oh, immer dieses. Dilettantische Verhalten der Schiedsrichter. Ja, klar. Der kann ja auch nichts. Ist so. Guck dir mal an. Spielt alleine auf dem Feld, so, als einziger Roter. Vor allem ist es gerade Vorteil abgelaufen, ne? Ja, aber der wäre drin gewesen, ganz klar. Was? Der wäre drin gewesen. Beide Schüsse. Boah, hast du gerade Ninja-Kick gesehen vom PP? Nein. Weg jetzt. Oh, du störst den ganzen Spielfluss mit deinen Grätschen. Nein, ich störe hier gar nichts. Ich krieg auch noch eine gelbe Karte. Nee, du. Ich noch mal zwei. Mist. Oh, das war doch nix. Pass auf, jetzt Freischuss da. Enid. Peter Enis. Ich verwirr dich. Penis. Mist. Aber zu schwer. Aber warum leckt es auf einmal wieder? weil es bei mir gerade leckt. Also die Grafik hat. Oh, der ist durch! Ah. Der ist durch! Nein! Das gibt's doch nicht! Marcel einfach, dieser geile Flitzer. Das gibt's doch nicht. Da war ein guter Abschlag. Oh, faul! Pepe an Messi. Pipi an Messi. Er hält seinen Pipi-Mann an Messi. Oh, Abidal hat auch gelb. Es fehlt nur noch Piquet. Oh Mist. Abidal rot! Hol dich doch mal einer rot! Hier fehlt noch eine rote Karte. Mist, ich bin einfach zu schlecht. Ha. Ja. Tja, bitte. Ja, ich hab nicht getroffen, weil es laggt. Ja, gut, bei mir laggt's auch, aber jetzt liegt's nämlich an der Grafikkarte. Nein! Was bewegst du auf einmal diesen Spieler? Das ist unfair. Auf einmal hast du einen Spieler, wie unfair ist denn das? Es gibt nochmal gelb. Ey, nein! Das war ein Foul von dir. Er ist bisch mal ganz eklig, ey, pass mal auf. Oh, jetzt spielt er hinten rum. Oh. Ich wollte die Zeit rumbringen. Gibt gar keine Karte. Jetzt ganz weit weg. Pfeif doch ab! Oh. Ey, es war so klar! Es war so klar! Ohne Scheiß, warum pfeift er nicht ab? Jawohl, und bei mir hat es gerade in dem Moment, wo ich geschossen habe, geleckt. Ja, super. Bam. Jawohl. Obwohl ich total unterlegen war, immer noch das 2:2. Oh, durch die Beine. Oh, dann laggt es schon wieder, ey. Du hast nur gewonnen, wenn du unentschieden gespielt, weil es gelaggt hat. Ja, und? Punkt ist Punkt. Am Ende zählt im Fußball nur das Ergebnis. Ach, Mann. Jawohl, das wundert mich. Immerhin einen Punkt. Jawohl, juhu. Ach, das wundert mich. Yes, yes, yes. Biet dir nichts drauf ein, ja. Doch, das nächste Spiel. Ich stehe da drüber. Das gewinne ich einfach, ganz klar. Nein, laber nicht. Ja, das war Part Nummer 2. Ich hoffe, das war für euch genauso amüsant wie Part Nummer 1 und wie überhaupt alles andere. Bis auf das, dass ich sau schlecht war. Und du sau gut. Sag ich jetzt mal auf Wiedersehen. Danke an dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle.